Und dann geht es wieder weiter mit Fallout. Guck dich mal diese Wackelei an. Ist das eine Wackelage? Was soll das? Es ist hier so windig. Ja, wahrscheinlich. Man hört es ja auch voll. Gut. Wir haben ja eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Wir wollten ja total... Oh Gott, warum ist denn der so wackelig, der Kerl? Jetzt zappelt aber was weg. Ich weiß gar nicht, was hatten wir... Was haben wir gerade gemacht? Ich habe diese Gamma-Ding getestet, ne? Und war unzufrieden, oder? Oh no, what's the matter, dude? Ist das der Grognack der Barbar? Wer ist denn das jetzt? Strong ist das, ne? Okay. Strong, ärgerst du wieder die Leute. Warte mal. Strong, dann musst du dich halt mal anstrengen, du Dummkopf. Der Strong, ran an den Spiegel. Guck mal, Strong, ich schmeiß Granaten. Machst du auch was? Ich muss gleich... Oh, 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 shit. Oh, shit. He's fallen down. Bitteschön. Sack. Sack, Gerak. Ich muss kurz noch mein Jäckelchen ausziehen. Ultra warm. Warte mal kurz. Was heißt Jacke? Ich meine, meine... Ja, doch, eigentlich ist es eine Jacke. Ah, wie heißen die Dinger denn, die man sich so überzieht? So kleine... Ich bin doch ein Mann. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Das ist halt Stoff. Irgend so ein Stoff. So, tschüss. Du bist ja auch so am Zappeln. Die haben doch alle was genommen. Strong. Musst du mich jetzt hier blockieren? Furz. Hallo. Bam, Alter. Jetzt frisst das. Schön den Arm abschießen. Der schreibt mir schon wieder, warum ist das Handy nicht auf lautlos? Was ist da los? Gute Zeiten. Schlagzappen. Ah, fuck, hey. Oh, fuck. Now, we're fucking fucked, right, ne? So. Packen wir die Chillung aus, mein Sohn. Was ist denn hier? Hier waren wir noch gar nicht, hä? Ich dachte, wir sind hier über das Dach gerannt und haben dann jemanden abgenutzt. Komm, Strong, steh wieder auf. Ja, hier sind wir doch vorhin hochgekommen. Naja. Was hatten wir eigentlich vor? Wo, wo wollten wir denn hin? Hier, wir wollten zu diesem Briefkasten da hinten. Aber da sind noch nicht entdeckte Häuser. Oh fuck, Strong, ich wäre fast getötet. Fast hätte ich mich selbst umgebracht. Strongy Boy. Das wäre nicht der Strong gewesen. Bin ich hier runter? Oh Seabree, oh she, oh Seabreeze. Tja, Jagdbäume ist ausgepackt. Boom. I can't stop this. Shitty. Boah, der frisst so hart, ne? Der Pull. Legendäre Zeitlupe. Die. Noch einer. Du musst nachladen. Oh Gott, schmeißt der was hier hoch? Ich hoffe nicht. Wir sind immer noch in der Zeitlupe. Nein! Jetzt geht's weiter, wie frech. Oh fuck, ist die hängen geblieben? Ha! Genutzt. Können wir was essen bzw. trinken? Ne, können wir nicht. Wir müssen. Wie viel Stinkpacks haben wir denn eigentlich noch? Haben wir da noch genug? Da. 140. Ja. Das geht, oder? Wir finden ja auch ständig welche. Hallo. Supermutantenbeast. Hier, meine ABP-Künste werden dir ins Gesicht juckeln. Was? Strong, mach doch auch mal was. Er könnte doch easy da runterspringen und die umklatschen, weil er so stark ist. Zu lustig, sagt er. Strong, du bist ein Vogel. Du bist ein Vogel. Geh mal halt durchs Haus runter. Die Musik. Ach ja, genau. Wir waren... Aber Moment. Kann man jetzt hiermit eigentlich runterfahren? Oh. Ja, schön. Schumoin. Das Frauenklo. Keine. Aber halt Rattengift. Das ist wichtig. Das ist das Futter für Strong. Und für Gusch, ne? Mhm. So. Geh doch mal runter. Nach unten, genau. Schneller. Oha, Leute, wie gut wir springen können. Oh, fuck. Strong? Oh. Das ist echt ein Sack, dass der mich immer so erschrecken muss. Eklig. Aha, Jet. Strong, jetzt können wir eine Party feiern. Wir haben Jet. The Fans. Gehen wir mal in The Fans. Ah. Ja, der Stream war gestern echt nice. Es ist jetzt gerade Samstag. Ich nehme jetzt hier eine Kleinigkeit auf. Mir ging es nur heute ultra schlecht. Ich habe Magenprobleme gehabt. Weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich gestern so viel dumm Zeug genascht habe. Sehr möglich. Aber ja, jetzt ist wieder... Ich glaube, es ist wieder alles im Lot. Ich nehme jetzt hier noch eine gemütliche Fallout-Folge für Sonntag auf. Und vielleicht noch eine für Montag, wenn ich es schaffe. Und der tickt hier immer noch rum, dieser Kerl. Keine Ahnung, wo der ist. Wir gehen jetzt aber.
Also wir werden noch kurz nach da hinten laufen, um diesen Wegpunkt auch ergattert zu haben, und dann gehen wir zum Punkt. Zum Punkt der Mission. Was ist da oben los? Wer wohnt da? Wer wohnt da vor sich hin? Raider Abenteurer. Hallöchen! Das hat ja wirklich viel Damage gemacht. Warum machen wir so wenig? Also das war jetzt gerade nicht getroffen, ich weiß, aber warum machen wir so wenig Damage? Ich war versteckt noch. Oder war ich versteckt, oder wenn er vor sich steht, bin ich eigentlich immer noch versteckt. In der Theorie. Hä, haben wir das nicht jetzt erst entdeckt? Haben wir nicht genau das schon entdeckt? Ist das ein Lebendiger? Er sieht nicht sehr lebendig aus. Du dich nur verstecken, Kleine. Können wir hier rum? Jetzt! Das ist kein Mensch. Oh, da ist schon. Wie viele sind denn noch um uns? Niemand? Okay. Boah, wir machen direkt den Critical rein. Ich meine den Todesstoß. Sehr schön. Das ist doch kein Mensch. 73! Ja, guten Morgen, Herr Nachbar. Ein Unterhebelgewehr. Sehr cool. Davon haben wir bis jetzt nur eins, glaube ich. 73, 45 bis 70er Muni. Mhm. Das ist bestimmt gleich jemand hinter uns, Strong. Du solltest dich vielleicht mal darum kümmern. Sag bloß, wir würden hier durch zu dem anderen Ding kommen, wo die Raider waren. Ah, die kommen echt ran, die Raider. Hallo, Boy. It's your boy, skinny penis. Ja, Strong, du musst ihm richtig geben. Oh Gott, sein Kopf ist weg, aber der Ding sitzt noch. Shit, der Helm sitzt noch. Die Frisur sitzt. Kopf weg, starke Windböen. 800 Schüsse in die Rübe, die Frisur ist edel. Warte mal, der zappelt doch hier. Mit dem ist doch irgendwas, mit dem da. Der hat doch was. Irgendwas hat er. U-Bahn-Marke. Ich hab, der Wind weht einfach immer. Geflickter Dreiteiler. Ah, das ist was zum Anziehen. Nein, 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 nein. Weg mit diesem gefickten Dreiteiler, nicht mit uns. Dann sind wir wieder voll und wissen nicht, was los ist. Oh! Nuki Kuli! Quantum, die nehmen wir mit. Und, also jetzt geht's aber los, Leute. Seid ihr noch alive oder seid ihr tot? Die sind tot. Nice. Boah, der hat einen langen Hals. What the fuck, ey? Die! Jetzt ist er wieder dran, der Ko- jetzt ist er eben wieder dran ge- Stimmt irgendwas mit euch, ne? Wie die Köpfe da gehen. Hast du auch einen langen Hals? Ne. Hm. Achtung. Oh mein Gott, Leute. Mago. Au, Mago. Achso, warte. Ha! Wow! Voll toll. Ich habe die Kugel mitgenommen. Voll krass, wie gut ich bin in dem Spiel und so. Wie ich versprochen habe, gehen wir jetzt gleich direkt. Ne, wir müssen jetzt echt zu unserem Ziel gehen. Verdammte Kacke, ich wollte jetzt schon wieder woanders hinschlappen. Ne, 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 auf zum Ziel. Strongy Boy, follow me, dude, follow me. Wir haben jetzt genug geguckt, das müssen wir ein andermal machen. Weiter erkunden. So. Was haben wir hier noch? Aber wir haben auch die Laser. Wisst ihr was? Die können wir ruhig mal weglegen, die Laserwumme. Das merken wir uns jetzt einfach mal, dass wir die Stronghold auf dich zu teleportieren, dass wir die demnächst weglegen. Wir haben nämlich noch so viel anderen Schotter dabei, wie die, den Fatman haben wir auch dabei, aber ich meine eigentlich. Ah, das war's schon. Hier, die haben wir nämlich auch noch mit dabei, nicht wahr? Naja, okay. Ich mache jetzt einfach mal wieder Atoms-Dingenskirchen, sonst wir belassen das mal dabei. Okay. Die Atmosphäre, wie immer, sick, sick, sick. Und da hinten haben wir noch was nicht entdeckt. Aber da gehen wir auch nicht hin, nein. I, ein Schweinehund. Aha. Bist du jetzt tot, oder wie, Schweinehund? Was war denn das? Noch ein Schweinehund? Das klang irgendwie eklig, wir gehen mal weiter. Oh, oh. Die kommen, die kommen, die kommen. Hier. Hundis. Ich bin gar nicht hier. So. It's your boy, Hundi-Penis. Aha. Die Hunde. Das sind so fies.
Die sind wirklich... Eine Sicherung hat er dabei. Okay. Der Hund ist versichert. Ach gut. Was ist denn da vorne noch in dem drin? Ah, Fleisch. Dann hat er einfach sein Fleisch dabei. Der Boy. Amselmeldung. Das werden wir uns mal durchlesen, falls es geht. Oder anhören. Sehr schön, noch besser. Blackbird gesichtet. Schwer verwundet. Zu viele Gegner für den Läufer. Er bitte Unterstützung vom Hauptquartier. Okay. Und was? Hä? Finde Agent Amsel. Okay, da unten ist er. Wo sind wir? Da. Ich glaube, wir porten uns gleich mal. Was ist denn das hier? Was vor uns ist noch? Bau Mila auf. Das können wir auch noch machen. Noch geschwind, oder? Habt ihr was dagegen, Jungs und Mädels, ne? Dann gehen wir noch durch. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch so viel zu entdecken. Und jetzt sind hier einfach tote Leute. Na, das ist frech. Da gehe ich jetzt mal rein und leg mal ein bisschen... cool. Ja, Leichen nieder. Hallo? Cool. Das ist so cool hier. Oh, cool. Haha. 54%ige Chance. Mach ich dir locker hin. Das hier ist eine coole Siedlung. Die Siedlung kann man hier haben. Hangman's Alley. Die ist ziemlich nice. Oh, shit. Weiß nicht, der ist da hinten dran. Neben mir ist auch einer gestanden. Der ist schon tot, okay. Nö, den Harnisch will ich jetzt gar nicht. Okay, alle schon down. Das hier ist eine ziemlich coole Siedlung. Also ich fand sie, das ist ultra cool, dass ich das erste Mal bewohnen konnte mit Leuten. Da habe ich voll nach oben gebaut. Das war, glaube ich, auch die erste Siedlung, wo ich so richtig... Nee, nicht die erste, aber wo ich mich so ein bisschen bautechnisch nicht verwurstet habe. Hier liegt auch noch ziemlich viel Kram rum, genau. Jetzt können wir kurz gucken, ob wir direkt bauen können. Wo ist das Ding? Eben hat man es gesehen, da hinten. Ach cool, ja, es ist direkt frei. Nice. Hangman's Alley. Das ist, ja, wie gesagt, ein schönes Teil. Liegt ja schon irgendwas rum? In Ressourcen für das Ding? Nee. Ich hoffe immer, dass da schon was drin ist. Aber ich glaube, es ist nie der Fall, dass da schon irgendwas drin ist. Ich weiß noch, ich habe ja da mal ganz hoch gebaut. So hoch, wie es ging, habe ich da rumgebaut. Und, das war eine schöne Sache. Okay. Wir gehen mal noch da drüben hin. Wir haben so viel noch zu entdecken. Es ist der Hammer. In der letzten Folge oder vorletzten Folge hat jemand gefragt, wie es aussieht, jetzt wo wir die Hauptmission durchgespielt haben. Aber es war nur die Mission. Nur die Mission, oder die Missionen von einem DLC, also von der Erweiterung, die wir gespielt hatten. Mission erfüllt. Aspirant der Bruderschaft. Was habt ihr hier gemacht? Was habt ihr erfüllt? Was ist da? Eine Gamma-Patrone. Eine Scharfschützen-Gamma-Patrone. Wen habt ihr hier gekillt? Wissenschaftler oder was? Kinderatomskinder? Hallo? Entschuldigung. Ich bin ein bisschen froh, dass die uns nicht angreifen. Ich glaube, das wäre haarig, oder? Wenn die uns attackieren würden. Die haben Rust Devils gekillt. Haben die Rust Devils auch oft solche Gamma-Dinger dabei? Das wäre mir jetzt irgendwie neu. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch immer dabei und ich habe es schon längst vergessen. Naja, ja, also... Wir sind weit davon entfernt, die Hauptmission hier fertig gemacht zu haben. Also wir sind jetzt, wenn man alle Missionen zusammennimmt, also jetzt Nebenmissionen und Hauptmissionen, ohne diese Missionen, die sich ständig wiederholen, dann sind wir jetzt, glaube ich, bei der Hälfte, wenn es hochkommt, oder? Kann das sein? So circa bei der Hälfte. Wenn man alle Hauptmissionen, wenn man alle Missionen, auch Nebenmissionen, Nebenquests noch dazu nimmt, die man machen kann, sind wir, glaube ich, bei der Hälfte. Und ja, aber es gibt ja immer wieder Sachen, die einen komplett abbringen. Also die einen sogar von Nebenmissionen ablenken. Weil man halt dann doch was anderes machen will, weil man rumläuft, entdeckt, Sachen ausräubert und sowas. Und da vergeht ja dann auch Folge um Folge. Also ich denke, hier haben wir noch einiges an Spaß. Aber ich habe nichtsdestotrotz einen recht lässigen Gedanken gehabt. Und zwar kommt ja um 13 Uhr meistens oder manchmal muss man sagen, irgendein Random-Video. Also irgendwas, wo ich ja gerade Lust drauf habe. Nicht immer was mit Spielen, oftmals auch einfach irgendein Real-Life-Grab, irgendwelche Infos für euch, Lirum Larum. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass ich gerade letztens die 300 Spiele auf Steam geknackt habe. Also ich habe jetzt, ich glaube, 320 oder 315 oder irgendwie so. Und ich dachte mir, hey, ich habe ja gerade vor CSGO
bestand der Kanal schon zu einem Großteil aus Gaming-Content, aber ich habe halt viele Spiele angespielt und dann weitergemacht. Wieder was anderes. Wieder. Ich habe praktisch für jedes Spiel, das ich gezeigt habe, ein kleines Best-of gemacht. Und wenn es extrem gut ankam, dann habe ich... dann habe ich nochmal eine weitere Folge draus gemacht. Strong. Warte mal, was ist das? Mal einen Schützturm machen. Alter, was ist das? Raketenwerfer da drin. Wo schießt denn der hin? Also ich meine, wie löst man den aus? Nun ja. Alles klar. Bleib stehen. Und ich dachte mir, da ich ja so ultra viele Steam-Spiele habe, könnte ich hier mal wieder anfangen, damit die durchzuspielen und halt auch einfach komplett alle Steam-Spiele, die ich habe, bespielen. Worauf schießt das Ding? Wie wird das aufgelöst? Ausgelöst. Dass ich einfach jedes Spiel, egal was es ist, anspiel und euch ein Best-of draus mache. Irgendwas Lustiges, halt so wie ich es früher mal gemacht habe. Ah, hier ist der Stolperdraht. Ich speichere mal kurz. Strong läuft fast rein. Einmal lösen wir ihn aus. Wow. Das ist echt cool. Und jetzt werden wir ihn desinfizieren, wollte ich eben sagen. Jetzt werden wir ihn entschärfen. Sofern Strong nicht reinläuft. Strong, nein. So. Ja, das ist nicht schlecht, die Rakete. Also wenn man da durchrennt, können sie einem direkt ins Gesicht fliegen, wenn man viel Pech hat. Ja, das ist so das, was ich gerade im Kopf habe für zukünftige Geschichten, dass ich da versuche, wenn ich... Also oftmals kommt um 13 Uhr einfach kein Video, weil ich nichts habe. Also weil ich einfach... Meistens habe ich keine Zeit, aber sehr oft habe ich auch keine Idee für irgendwas Cooles, dann denke ich mir, gut, dann... Wie viel Zeit hast du? Ja, ist los. Ich kenne ein paar. Mal überlegen. Vor ein paar Jahren, als ich Klatsch noch nicht kannte, fanden... Okay, wartet mal. Ein Junge auf der Nordseite des Charles. Hör nochmal kurz zu. Er war gar nicht so jung, vielleicht 18 oder so. Egal. Oh, fuck. Okay, wartet, das will ich hören. Ich will die Geschichte hören. Und ja, und dafür... Bei diesen Spielen, also wenn ich eben... Eine Sekunde noch, das will ich kurz zu Ende sagen. Und wenn ich dann früher eben diese Best-ofs gemacht habe, da bin ich einfach reingegangen und habe mich dann vom Spiel leiten lassen und dabei ist dann immer irgendwas Cooles entstanden und das kann ich jetzt dann wieder machen. Auch nicht jeden Tag, aber so könnte doch öfter wieder was kommen. Das muss ich mal angehen. So. Vor ein paar Jahren, als ich Klatsch noch nicht kannte, fanden ich und ein paar Freunde einen Jungen auf der Nordseite des Charles. Er war gar nicht so jung, vielleicht 18 oder so. Egal. Nach einiger Zeit wurde es dunkel und ich machte ein Feuer. Kein Scherz. Als ich das erste Streichholz anzündete, schrie der Junge, was tust du da? Und schlug mir das Streichholz aus der Hand. Er schlug dir das Streichholz aus der Hand? Warum denn? Ich erzähle eine Geschichte. Also, er schlug mir das Streichholz... Oh, kurz das Radio aus. Holz aus der Hand. Ich war so überrascht, dass ich zurückschlug und ihm die Nase brach. Er sagte, es täte ihm leid und jetzt kommt's. Er hätte Angst vor Feuer. Ha! Er hatte Angst vor Feuer? Ich sagte doch, er hatte Angst vor Feuer. Du unterbrichst mich immer, das stimmt. Als er mir das sagte, fiel mir was ein. Ich entschuldigte mich und sagte ihm, dass er sich deswegen nicht schämen müsste. In der Nacht haben ich und die anderen ihn so abgefüllt, dass er nach einer Stunde bewusstlos wurde. Dann zogen wir ihn ans Ufer des Charles. Wir holten 6 oder 7 Matratzen und banden sie im Kreis zusammen. Eine kam in die Mitte. Matratzen? Wofür brauchtet ihr denn Matratzen? Bitte? Hast du mich das gerade ernsthaft gefragt? Das ist eine gottverdammte Geschichte. Du musst einfach nur zuhören. Also, ja. Wir banden alle Matratzen zusammen und legten den Jungen auf die in der Mitte. Wir übergossen die Matratzen außer seine mit Benzin, zündeten sie an und schoben sie ins Wasser. Boah. Wir gingen den brennenden Matratzen hinterher und konnten uns vor Lachen kaum halten. Als der Junge nach 5 Minuten immer noch nicht wach war, warfen wir Steine nach ihm. Irgendwann ist er dann aufgewacht. Die Flammen loderten schon hoch auf. Stell dir vor, wie das gewesen sein muss, als er aufwachte, nicht wusste, wo er war und nur noch Feuer sah. Er versuchte aufzustehen, fand auf den durchnässten Matratzen aber keinen Halt. Ich musste so heftig lachen, dass ich hinfiel. Verrückt, der hat seine Angst bestimmt überwunden. Ha, Feuerprobe. Nee, wohl nicht. Wie sich herausstellte, konnte er nicht schwimmen, also das war's. Das hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Sehr schöne Geschichte, Mademoiselle. Und jetzt gibt's auf die Nuss. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Da ist noch einer. Von der links. Wow. Hey,
Hey. Wo seid ihr, kleinen Skinny Penisse? Sehr schöne Geschichte. Ja, das ist, ist mir letztens wieder eingefallen. Das wurde schon ein paar Mal vorgeschlagen. Hey, das ist so viele Steam-Spiele. Spiel doch mal einfach alle durch oder halt an. Also auf keinen Fall durch, aber an. So wie du es früher gemacht hast. Und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, weil ich so, ohne großartig mir ein Skript zu schreiben oder um irgendwie was durchzugehen, zu überlegen und so weiter, kann ich hier. Au. Habe ich einfach direkt eine lustige Geschichte wahrscheinlich am Start. Alter, Strong kloppt ihn. Oder sie direkt. Michelle. Boah, Klatsch. Da ist ja direkt Klatsch. Was hat denn die für eine Überwaffe am Start? Down. Direkt mal kurz gucken. Scharfschützengewehr einfach nur. Strong. Ganz ruhig. Wir sind direkt zu der Besitzerin der ganzen Kacke hier reingeschlappt. Das ist ein Safe. Den öffnen. Ah, den öffnen wir mal. So, komm schon. Warum sind wir reingegangen? Wegen der Mila, ne? Weil wir die Mila aufbauen. Ich bin jetzt alles noch nicht zu diesem Amselkerl gelaufen. Aber hey, es gibt halt immer so viel zu tun. Motion 1 richtig. Okay, alles klar. Das ist. Kriegst wahrscheinlich die zweite Buchstabe in O, oder? Oh, gibt es. Es gibt keins mehr, what the fuck? Nur das O ist, stimmt überein. Wollt ihr mich verarschen? Habe ich irgendein O-Wort übersehen? Scheiß die Wand an. Bin ich blind? Am I blind? Or gut. Gut, es könnte das E hinten sein oder auch vorne das A. Testen wir es mal. Ah! Shit, hopp, wir hängen jetzt noch nicht an so einem kleinen Furzding. So, einfach mal alles durchdrücken, shit, das war bescheuert. Eigentlich ist es eh irrelevant, weil wir das Ding eben geöffnet haben. Wenn es jetzt nicht klappt, gehe ich weiter. So, Beyond, okay. Das könnte es sein. Na also. Na, für die paar XP haben wir das jetzt. Wir haben uns da durchgekrepelt. Wir bleiben noch auf der Ebene. Das muss ich dir lassen. Um alles zu nutzen, bevor wir hier irgendwo anders hingehen. Wobei wir sicherlich die Mila ja oben aufstellen müssen. Ist noch was? Das sind nur Garderoben oder was? Sind das Umkleiden? Ist das hier ein Kaufhaus? Ja klar, eben waren wir ja schon in so einer Art Kaufbereich. Geschafft, eine nackte Frau. Wir haben es mal wieder geschafft, ein Stealth Boy. Nehmen wir halt mit. Und dann legen wir auf jeden Fall mal unsere Laserwumme weg. Und setzen die Gamma-Patrone dann ein. Ich dachte kurz, hier wäre was. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Hier ist kein Weg durch. Also guten Morgen, Herr Nachbar. Oh. Kann ich jetzt hier einfach durch, oder? Ja, kann ich. Ha! Also ich habe keine Angst vor Feuer, ne? Nicht so wie der Kerl, der abgesoffen ist. Wir gehen hoch und atzen jetzt. Auf und dahin. Ich dachte mir, ich fange bei dieser Steam-Spielgeschichte einfach oben an und arbeite mich dann komplett durch. So mache ich es am liebsten. Und ich denke. Ach, wisst ihr was? Was mache ich hier eigentlich? Warum arbeite ich gegen euch, Fürze? Nicht mit meinem Ultra-Wurst-Hammer. Alter, er war kurz im Nichts. Er ist im Nichts gefangen, der Kerl. Vor allem haben wir doch den Hammer aufbedazzelt. Nett. Boah, shit! Sibri. Ist dumm, dass der so viel vom Ding verdeckt. Boah, die Schatten, habt ihr es gesehen? Geil, oder? Ja, du gewinnst gar nichts. Muss ich wegmachen, bis wir wieder auf Feinde treffen. Aber das könnte es schon gewesen sein. Wir pennen mal kurz. Mit Strong haben wir jetzt halt keinen Bonus, ne? Mit dem haben wir ja keine, ich sag mal, sexuelle Beziehung. No, kleine Babyflasche. Nicht. Sicherlich nicht. Meister Safe, locker. Aha. Wow, fast. Und fertig. Ja, cool. Können wir alles mitnehmen. Wir tragen zu viel, können nicht rennen. No. Habitable. Shit. Aber wir können hier einfach noch alles mitnehmen, die Mila aufstellen. Weil wir gleich, ich nehme an, direkt am Zielort sind da oben auf dem Dach und dann uns kurz nach Hause treffen. Die
Laserwaffe weglegen und so weiter und so fort. Ja. Fuck, das war irgendwie dumm. Ja. Let's go! Ah, ich hoffe, die Sachen sind jetzt nicht aus den Schnelltasten weg, weil ich sie jetzt eben kurz aus dem Inventar rausgenommen habe. Oh, wir sind kurz vor Level 50. Nice. Nice. Ist das eine Chain oder Light? Ist das eine Chain? Das ist so Chain, ne? Super Chain. Für jeden von dir gesagt, ja, Tesla. Okay. Wir brauchen mal wieder mehr. Wir haben echt schon lange keine mehr gehabt, ne? Von den heftlichen Mila stellen wir hier auf. Zack. Da würde es wieder runtergehen. Und hier können wir über die Dächer Londons springen. Wie sexy ist das denn? Sind die Sachen jetzt noch drin? Ja. Und ja. Und ja. Die Viererwaffe ist weg. Das ist die Laserwaffe. Sehr gut. Ah, nee, die ist hier. Was war auf der 4? Ich habe keine Ahnung. Naja. Auf nach Häme. Kurz alles ablegen. Und dann geht's weiter. Sehr schön, sehr schön. Das ist einfach so chillig. Das ist so chillig mit Fallout. Macht so Fun. Letztens hat jemand geschrieben, dass er sehr schade findet, dass die Aufrufe hier sehr gering sind und so wenig Kommentare am Start sind und sowas. Und natürlich auch die Likes komplett. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit meinem restlichen Content. Die anderen Sachen bekommen wir im Schnitt, ne? So, keine Ahnung, 50 bis 150 Kommentare und ultra viele Likes und ganz viele Klicks. Ich hoffe, du findest. Aber das war hier bei diesem Projekt komplett von vornherein mit einbezogen. Also ich wusste natürlich, dass es nicht so gut laufen wird. Auf gar keinen Fall so gut wie, hoppala, wie CSGO und Co. Die lege ich hier mal rein, aber ich müsste erst noch umbenennen. Und geh mal bitte da weg, du Sack. Und ja, es war einfach geplant, dass wir das hier machen, zusammen. Die Leute, die das gucken wollen, gucken mit. Wir machen ja eine ganz gemütliche Runde draus. Und ich denke, so ist es auch geworden. Genauso ganz genüsslich. Es macht mir einfach ultramäßig viel Spaß. Und es ist eigentlich der Hebel. Und es ist eigentlich fick. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwie die Dinge aufgemacht. Ah, die Kommandozeile. Und es ist kaum Aufwand. Also es ist wirklich nicht viel Aufwand. Dezember-Kind können wir auch weglegen. Klar, ich lass für dich alles stehen und liegen. Ich rede doch gar nicht mit dir, Marcy. Verpiss dich, Bitch. Lass mich doch in Ruhe. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich mir irgendwas genommen. Ich hasse mich. So. Also, der Hebel legen wir mal weg. Dann legen wir das Weitere noch weg. Die Insta-Zelle und die Harpune legen wir auch weg. Ich glaube, die habe ich eben eingesackt. Ja, also es war eingeplant. Es war von vornherein genauso. Also ich wusste, dass es so läuft. Es ist immer so. Also gerade mit so einem, also Projekte, die sehr lange gehen, also Spiele, die man durchspielt, laufen auf YouTube zu 99,99% immer sehr, sehr schlecht. Also sowas wird nie lange geguckt. Da gibt es noch ganz, ganz wenige YouTuber, die damit Erfolg haben, wie zum Beispiel Gronkh. Da laufen solche Sachen ganz gut, aber das kennt man ja auch von ihm. Er ist genau damit groß geworden und das sind die Leute gewohnt. Und es ist ganz, ganz schwierig, also das, daran zerbrechen auch viele kleine YouTuber, die sagen, hey, ich fange jetzt an, ich mache qualitativ hochwertigen Content, ich habe ein gutes Mikrofon, sehr hohe Facecam-Qualität und Videoqualität, aber das ist einfach nicht mehr, das geht einfach nicht, also nicht mehr auf YouTube, das will kein Schwein gucken. Also, was heißt kein Schwein? Einige Nicht-Schweine, einige süße Menschen schauen sich sowas eben doch an, aber der Großteil steht auf schnelle, knackige Unterhaltung. Ich glaube, wir haben jetzt ja alles rausgemacht, ne? Und, ja. Deswegen kommen solche Sachen meistens nicht so gut an. Was haben wir noch? Bei Hilfsmitteln können wir noch einmal durchgehen. Da haben wir jetzt die Nuka-Cola-Dinger. Die können wir noch weglegen. Und dann war es das aber auch. Ja, die Roboter-Reparatursätze, die wiegen nichts. Habe ich vorhin schon geguckt. Stealth Boys, da legen wir auch einfach wieder. Da legen wir alle ab, bis auf 2. Ja, ich habe bis auf 2 abgelegt. Behindert. Lass mich hier kurz durchgehen. So, wir gehen hier mal einfach so mit dem Pfeiltasten durch. Blutpaket kommt auch weg. Und das war's. Ja. Also, kurzum, es ist von vornherein so eingeplant gewesen und macht wirklich nichts aus. Also, wenn irgendein Projekt nicht gut genug läuft, dass es jetzt dem Aufwand nicht entspricht und das über eine gewisse Zeit so ist, dann höre ich damit auch auf. Also ich mache die ganze Sache ja schon, solche Projekte
unterscheiden sich. Entweder sind die Sachen so oder vorhanden, weil sie mir sehr viel Spaß machen oder weil sie euch sehr viel Spaß machen. Und wenn ich was mache, was euch sehr viel Spaß machen soll, aber es macht euch keinen Spaß, dann höre ich auf damit. Wenn ich selbst keinen großartigen Spaß dran habe, ja, wenn es nur fürs Wachstum war, schlicht und ergreifend. Wenn es aber dann kein Wachstum gibt und ja, euch eben keinen Spaß macht, dann lasse ich die Chance und mache dann was anderes. Also ich mache mich da auf keinen Fall unglücklich und presse mich da in irgendein Projekt rein und ziehe das mit Hängen und Würgen durch und es bringt nichts, auf gar keinen Fall. Es muss mir schon Spaß machen und bei Fallout ist es halt so, dass es mir ultra viel Spaß macht. So, okay, aber genug des Guten, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr da seid. Ciao, ciao.